Und wir wagen den Blick nach Brüssel und ich begrüße ganz herzlich meinen Kollegen Bernd Riegert. Bernd, die Eurobonds sind das Thema. Die Südstaaten in der Europäischen Union rufen danach, es sei quasi alternativlos. Aber es gibt mächtige Gegner, unter anderem Deutschland. Wohin wird die Reise gehen? Ja, das ist die 100 Milliarden Euro Frage, wenn ich es mal so formulieren darf. Es wird richtig teuer werden und die Diskussion ist auch hier in Brüssel noch nicht zu Ende. Am nächsten Dienstag sollen die europäischen Finanzminister dann mit einer Lösung um die Ecke kommen. Wie die genau aussehen wird, ist zur Stunde immer noch unklar. Also es darf auf keinen Fall Eurobonds oder Corona-Bonds heißen, das Baby, denn dann werden die frugalen vier, also die hanseatischen Länder und auch Deutschland wahrscheinlich nicht zustimmen können. Aber es darf auch nicht nur der europäische Sicherheitsmechanismus, der alte Rettungsschirm aus der Griechenland-Krise sein. Das lehnen die Italiener und auch andere Staaten ab. 9 Staaten insgesamt haben sich klar und offen für Eurobonds, also für gemeinsame Anleihen ausgesprochen. Das wird teuer für diejenigen, die bisher niedrige Zinsen haben. Und viele argumentieren hier in Brüssel ja auch, es ist eben nicht so wie damals bei Griechenland, wo es reiche Länder im Norden gab und eben Griechenland und andere Bittsteller, sondern durch diese Krise, wie wir sie noch nie gesehen haben, durch diese Corona-Rezession werden alle ärmer werden. Auch Deutschland, die Niederlande und andere werden viele Schulden aufnehmen müssen und kein Mensch weiß am Ende, wie die Bonität aussehen wird und ob es tatsächlich Länder gibt, die dann ihre Bonität noch ausleihen können. Also Corona-Bonds sind eine Spekulation. Zu denken gibt hier allerdings vielen Leuten auch, dass auch führende Ökonomen in Deutschland inzwischen Corona-Bonds fordern, wie zum Beispiel Michael Hüter, der Chef des Instituts der deutschen Wirtschaft. Andere sagen, es ist aber auch nicht ganz klar, ob zum Beispiel das überhaupt rechtlich gedeckt ist. Denn der Artikel 122 der europäischen Verträge sagt, eigentlich dürfen die Mitgliedstaaten andere Staaten nicht finanzieren. Lassen Sie uns noch auf zwei andere Themen blicken, die im europäischen Fokus sind. Heute das Urteil des Europäischen Gerichtshofs gegen Polen, Ungarn und Tschechien in Sachen Flüchtlinge. Da ist der Druck jetzt relativ groß auf Ursula von der Leyen. Irgendwie muss die Europäische Kommission ja darauf reagieren. Wie kann das aussehen? Ja, es wird keine rückwirkenden Strafmaßnahmen geben, also keine Flüchtlingsverteilung jetzt in die drei von Ihnen genannten Länder, sondern Ursula von der Leyen hat heute gesagt, wir müssen jetzt in die Zukunft schauen. Die EU arbeitet ja an einem neuen Asyl- und Migrationsrecht und da will man jetzt dieses Urteil aus Luxemburg mit einarbeiten. Das heißt, die Pflicht, an der Solidarität teilzunehmen, die soll Bestand haben, ob das jetzt heißt, es werden Flüchtlinge eben immer aufgenommen. Das ist eben auch noch nicht klar, ob das heißt, dass diese Staaten sich finanziell beteiligen. Auf jeden Fall ist das eine Stärkung der Position der Europäischen Kommission. Andererseits haben die drei Länder auch gesagt, für uns interessiert dieses Urteil eigentlich gar nicht, weil es eben keine direkten Folgen für Polen, Ungarn und Tschechien hat. Blicken wir noch einen Moment auf Ungarn. Nochmal ein Thema, was sehr speziell ist. Ungarns Regierungschef Viktor Orbán hat sich umfassende Rechte über das Parlament, quasi eine Form der Alleinherrschaft, zusichern lassen. Auch da wird jetzt auf eine Reaktion aus Brüssel gewartet. Parlamentspräsident Sassoli hat die Kommission aufgefordert, darauf zu reagieren. Was wird Ursula von der Leyen tun? Es hat zumindest ja mal die Reaktion von 13 Regierungen aus der EU gegeben, die gesagt haben, so geht das eigentlich nicht. Ungarn schießt über das Ziel hinaus. Die Europäische Kommission müsste, wenn wir in normalen Zeiten, also nicht in Corona-Zeiten wären, eigentlich Ungarn jetzt verklagen. Denn das ist ein eklatantes Überschreiten der europäischen Verträge. Aber die Kommission zögert, weil sie eben sagt, wir haben im Moment wirklich andere Sorgen, als uns mit Orbán und mit Ungarn zu beschäftigen. Viktor Orbán versucht ja schon seit mehreren Jahren sozusagen immer stückweise weiter seine Macht auszubauen. Die Kommission konzentriert sich jetzt auf den Kampf gegen die Wirtschaftskrise und gegen das Coronavirus. Und dann wird man hinterher sehen, wie man dann mit Ungarn verfährt. Es wäre vielleicht möglich, Ungarn an die Kandare zu nehmen, wenn es dann zum europäischen Haushalt kommt, weil die Ungarn sind nach wie vor abhängig von Zuschüssen aus Brüssel. Da hätte man vielleicht einen Hebel, Orbán über den Geldbeutel zu koordinieren. Ich sage herzlichen Dank, Bernd Riegert, für die aktuellen Einschätzungen aus Brüssel.